Hallo zum Tageshoroskop vom 19.12.2023. Wir schauen an diesem Dienstag wieder, wie die kosmische Situation ist für diesen Tag. Ja, und da haben wir weiterhin immer noch im Mitternachtshoroskop berechnet auf Berlin den Aszendenten im Zeichen Jungfrau, im Erdzeichen Jungfrau. Der Aszendent zeigt ja immer, was hier in die Welt kommt, wie man auf die Situation, Ereignisse zugeht. Und mit einem Jungfrau-Aszendenten, da geht man eher nüchtern, eher sorgfältig oder vielleicht auch sorgenvoll, pedantisch an die Dinge ran. Ja, und der moderne Herrscher Merkur ist ja rückläufig, der, nicht der, der klassische Herrscher Merkur ist ja rückläufig und befindet sich weiter im Zeichen Steinbock. Und dementsprechend haben wir hier viele Dinge, die haken, viele Dinge, die aufgearbeitet werden müssen, viele Verzögerungen, Missverständnisse. Also jetzt gab es zum Beispiel die Nachricht, dass die Sarah Wagenknecht doch für den Vorsitz ihrer neu gegründeten Partei, also sich das vorstellen könnte, da den Vorsitz mitzugestalten, und zwar in Form einer Doppelspitze. Und das hatte sie vorher wohl nicht gesagt, also ein Hin und Her. Oder auch natürlich die Haushaltsthemen, die Kürzung. Da hatte ich ja gestern schon gesagt, also Merkur rückläufig ist natürlich so, dass viele Themen quasi zurückgenommen werden und eine Förderung wird dann auch zurückgenommen. Aber diese Förderung der E-Mobilität, die fällt auch deswegen natürlich weg, weil Venus, das Geld, die Finanzierung steht hier in Spannung. In zunehmender Spannung hier zu Uranus. Und das bringt natürlich dann Konflikte in Bezug auf Förderung und Finanzierung von E-Mobilität. Das ist eine Variante, wie sich das zeigen kann. Also das ist ein Aspekt, der jetzt diese Tage natürlich prägt und der auch zum Beispiel die Bauernproteste gerade erklärt. Bei den Bauernprotesten, da geht es ja um erhöhte Treibstoffpreise, also auch hier Finanzierung, die in Spannung steht zu Veränderungen bei den Bauern. Also Stier ist das klassische Bauernzeichen, Landwirtschaft ist ja ein Erdzeichen auch. Und Uranus mit Justitia bringt hier Gerechtigkeitsrevolution oder Rebellion, also eine Demonstration und das Ganze in Spannung zu Venus im Skorpion, wo ja Finanzierungen sterben, wo Preise transformiert werden, wo ja Finanzierungen in der Krise sind. Also das ist hier sehr deutlich zu erkennen und zeigt sich natürlich auch generell über Herausforderungen in Bezug auf vielleicht auch Bitcoin-Thematiken oder Digitalisierungsthemen. Also das ist hier auch eine Konfrontationsenergie. Also was Finanzen angeht, sind halt auch unerwartete Ereignisse möglich. Also es ist jetzt eine Situation, wo sehr plötzlich auch ein Crash, also hier in irgendeiner Form passieren kann. Also irgendwas wird hier möglicherweise unerwartet passieren. Und auch in Bezug auf Friedensverhandlungen sind das hier schwierige Konstellation, weil Venus natürlich auch für den Frieden und für Diplomatie steht und in Spannung zu Uranus ist das dann quasi alles unberechenbar. Auch Finanzurteile können jetzt für Werte, also quasi für Wertfragen auslösen, also moralische Dilemma möglicherweise. Also Venus in Spannung zu Uranus mit der Justiz bringt natürlich halt auch gerade so juristische Konflikte in diese Zeit. Ja, also das ist hier ein wesentlicher Faktor heute oder in diesen Tagen. Kommen wir nochmal zurück auf den Aszendenten. Also mit dem Aszendenten in der Jungfrau sind halt gerade natürlich Arbeit, Umwelt und Gesundheitsthemen weiterhin betont. Und mit dem Merkur hier im vierten Haus, also spielt sich das ab im Privatleben oder in der Heimat. Merkur rückläufig zeigt natürlich auch weiterhin im Handel Defizite an.
Es geht weiter bergab. Es ist natürlich so, wie ich ja auch gestern oder auch schon lange natürlich sage, also habe ich ja schon vor 2, 3 Jahren gesagt, dass die Wirtschaft hier den Bach runtergeht, auch in meinen Jahreshoroskopen, in den Vorschauen immer, weil man das natürlich mit dem Saturn in den Fischen hier ganz klar erkennen kann. Und Saturn in den Fischen bringt natürlich auch Schuld und Schulden. Und Saturn in den Fischen beherrscht ja den Merkur im Steinbock. Also Saturn ist ja der Herrscher vom Steinbockzeichen und Merkur ist im Steinbock rückläufig. Das heißt, Themen, die nochmal überarbeitet werden müssen, wo es vielleicht Rückzieher gibt, Rücktritte gibt, das hat dann hier mit Schuld und Schulden zu tun oder mit Grenzüberschreitungen, was ja dann auch eine Form von Schuld ist, natürlich, möglicherweise. Ja, und Saturn im Zeichen Fische bringt natürlich auch im konservativen Bereich oder in Gesetzen ja Überschreitungen oder verschwimmende Energien. Also da werden Gesetze dann halt auch sehr großzügig oder beziehungsweise sehr zum eigenen Gunsten ausgelegt. Also wird ja oft immer von der aktuellen Regierung gesagt, wir müssen die Demokratie schützen. Das ist natürlich eigentlich sehr, schon sehr lächerlich, weil Saturn, also in den Fischen, bringt halt genau das, Lügen in die Regierung auch. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass die Systeme halt zusammenbrechen. Und das ist einfach nur mal so eine, ja, oder beziehungsweise, ja, sich so auflösen, dass dann was Neues entstehen kann. Und das ist einfach ein normaler Lauf der Dinge, weil der, die kosmischen Energien, die Sterne sind ja auch ein natürliches Phänomen. Ja, also das ist ja ein natürlicher Vorgang. Und mit dem Saturn in den Fischen ist es halt dann auch so, dass man natürlich gerade, wenn man dann mahnt, die Demokratie zu schützen, dann ist das natürlich wirklich schon absurd, wenn man dann quasi geltendes Recht in Frage stellt, um quasi die Demokratie zu schützen. Weil das ist ja dann gerade, also quasi undemokratisches Verhalten. Und jetzt hatten wir ja gerade wieder in Pirna eine OB-Wahl, und wurde ja dann der Kandidat, ein freier Kandidat, der sich für die AfD aufgestellt hatte, gewählt wurde. Und das hat ja wieder für Empörung gesorgt. Und das ist aber natürlich auch wieder so, also ich sag mal, ganz egal, ob einem das jetzt schmeckt oder nicht, dieser Saturn in den Fischen bringt natürlich auch im konservativen oder rechten Spektrum Grenzüberschreitungen. Und das ist dann, das erleben wir ja auch international, dass viele rechte Parteien einen Höhenflug haben, weil natürlich, ja, das dann einfach so der Lauf der Dinge ist, mit Saturn in den Fischen, wo ja überall das sich so zeigt in der Welt, theoretisch mit Saturn in den Fischen von der Möglichkeit her. Und das ist natürlich dann, ja, wird dann quasi, wenn der Saturn in den Widder geht, sich auch wieder anders zeigen. Ja, da kann es natürlich dann sein, dass dann, da steht dann sowieso ein Neuanfang an. Aber das ist natürlich noch viele Monate hin. Ja, und heute haben wir halt auch den Mond in den Fischen den ganzen Tag. Das heißt, eine sehr starke, sensible Energie ist das. Eine sehr starke Zurückgezogenheit kann sich zeigen. Der Mond war ja beim Eintritt in die Fische auf Saturn drauf. Dementsprechend ist das halt auch so ein bisschen melancholisch, diese Energie. Oder es ist vielleicht auch so, dass man ja mit dem Thema Tod konfrontiert wird. Das kann natürlich auch sein, individuell. Oder in der Familie gibt es Einschränkungen in irgendeiner Form. Und der Mond steht jetzt gerade bei Nessus. Das sind auch so Rachegedanken oder Vertrauensmissbrauch-Themen, die eine Rolle spielen können. Der Mond wird heute kurz vor Mitternacht in den Widder wechseln, das heißt den ganzen Tag also in den Fischen sein. Und dementsprechend sind das sehr, sehr ja, feine Energien, wie gesagt. Und das zeigt sich halt gerade auch beim Arbeitsplatz. Sehnsüchte können auch eine Rolle spielen oder im Alltag. Das ist hier stark betont. Die Sonne haben wir, also vom Mond zumindest, von den Emotionen. Die Sonne ist hier weiter im Schützen, Ende vom Schützen. Und bringt also jetzt weiter große Visionen und bringt natürlich auch viele Auslandsthemen, Reisethemen oder auch juristische Themen
Großhandel, Außenhandel. Allerdings ist natürlich das so, dass wir, was Handelsthemen angeht, Merkur rückläufig haben und den Jupiter, der ja die Sonne und den Mars beherrscht. Jupiter als Herrscher vom Schützezeichen ist ja hier auch rückläufig. Also das heißt, in der Wirtschaft, im Kleinen und im Außenhandel, im Kleinen und im Großhandel, geht es hier nicht voran, beziehungsweise sind eher Rückschritte zu verzeichnen. Und ja, mit der Sonne im Zeichen Schütze ist es natürlich auch so, dass man trotz dieser Rahmenbedingungen von rückläufenden Handelsenergien, man trotzdem große Pläne hat, ganz große Visionen. Und dazu passt auch noch eine andere Meldung, die ich gehört habe in diesen Tagen, bei der deutschen Bahntochter, beziehungsweise die deutsche Bahntochter Schenker soll ja verhökert werden. Das ist natürlich ein starkes Stück. Das ist nämlich so quasi die einzige Sparte von der Deutschen Bahn, die wohl gute Zahlen hat, und das soll wohl an die Emirate verkauft werden für viele Milliarden, damit man dann quasi weiterhin, also das hat anscheinend Herr Habeck vor, wo man dann weiterhin quasi die eigenen Projekte durchsetzen kann. Also das ist natürlich schon ja unglaublich, was hier das Tafelsilber verscherbelt wird. Ja, also ja, man kommt ja aus dem Staunen nicht heraus. Aber wie gesagt, es ist halt alles der Lauf der Dinge, damit alle erkennen, wir werden hier von einem Narrenschiff regiert, und es geht quasi bergab, damit dann aus diesen Ruinen etwas Neues entstehen kann. Und da braucht man natürlich starke Nerven, und einen guten Beruhigungstee, aber trotzdem hat das alles so seine Berechtigung. Ja, zu den Bauernprotesten wollte ich nochmal sagen, ich habe hier auch noch den Asteroid Agricola drin, der ist hier nah bei Phobos und Merkur. Also Beziehungen von den Bauern zu den Bauern werden hier geprüft, oder Verträge halt quasi auch. Und das ist hier auch alles quasi im Unklaren, weil Saturn natürlich das Ganze beherrscht. Also da ist natürlich viel Ärger da, und interessant ist aber natürlich auch wieder, dass quasi die einzelnen Sparten immer nur dann protestieren und demonstrieren, wenn es ans eigene geht, wenn es ans Eingemachte geht. Das ist natürlich schon eine traurige Tendenz. Aber mal schauen, wie sich das dort entwickelt. Ja, und ansonsten Ergebnis des Tages, MC im Zeichen Zwillinge bringt weiterhin viel Kommunikation, viele Informationen, die sich hier beziehen auf die Heimat, auf Einschränkungen, auf Rückzieher, Rücktritte, Rückschritte, weil der Herrscher Merkur ja im Steinbock rückläufig ist. Es ist halt auch so eine introvertierte Energie. Viele denken jetzt vielleicht auch über den Beruf nach, über die Karriere, und schauen so ein bisschen zurück, oder man hat vielleicht Kontakte zu jemandem aus der Vergangenheit, ehemalige Kollegen, das kann natürlich auch sein. Ja, und der MC ist also in der Dekade, hier in der letzten Dekade vom Zwillingszeichen, die hat eine Wassermannprägung. Dementsprechend sind dann hier quasi starke Wellen zu verzeichnen. Also Wassermann ist natürlich ein Luftzeichen, aber das Symbol sind ja Wellen, also für Elektrizität, für Sprünge. Und ja, im Zeichen Zwillinge mit dieser Unterfärbung Wassermann sind das also sehr überraschende Nachrichten, die wir hier, oder aufregende Nachrichten, die wir hier erhalten. Ja, also das zum heutigen Tag. Genau, Merkur und Jupiter sind weiterhin in der Verbindung, die viele Gespräche oder Erkenntnisse bringen können. Auch viele Nachrichten, die aus dem Ausland kommen und die aber auch vielleicht ein bisschen Optimismus bringen. Aber vielleicht auch gerade der Blick zurück kann jetzt sinnvoll sein. Ja, vielleicht erinnert man sich an eine Reise oder an irgendwelche schönen Dinge, und kann daraus Hoffnung mitnehmen. Also wieder eine Menge los. Dann danke ich für dein Interesse. Freue mich natürlich wie immer über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals, über Kommentare. Und wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, kannst du mich gerne über das Kontaktformular anschreiben. Der Link ist hier unter dem Video. Und da eine Beratung dann buchen. Das ist eine super Investition. Und ja, momentan gebe ich auch 10% Rabatt auf die Sternstunde. Und ansonsten bis morgen. Alles Gute. Tschüss.